Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom SI Talk. Ich hoffe, Sie haben das Wochenende gut verbracht, konnten das relativ schöne Wetter, zumindest oberhalb der Nebeldecke, herrlich verbringen. Ein bisschen Zeit zum Wandern. Heute ist ja auch nochmal relativ schön, zumindest scheint es gerade bei mir rein. Und wir haben noch ein bisschen Föhn, angeblich 25 Grad, davon habe ich noch nicht viel gemerkt, aber ich hoffe, ich habe nachher nur ein bisschen Zeit rauszugehen. Gehen wir lieber mal zu den Märkten. Freitag war ja ein wichtiger Tag. Wir sind in der Korrektur fortgeschritten. Die Limits haben gegriffen, das heißt mit 9,55 wurde das S&P Put durchgeführt. Aktuell werden wir irgendwo behandelt bei 0,58,059. Ja, wie geht's weiter? Wenn wir das so wüssten, dann wäre es ja einfach. Thema ist ganz klar, S&P ist angeschlagen, aber was wirklich sehr deutlich sieht, das ist man einfach am DAX. Man sieht hier DAX deutlich nach unten korrigiert. Wir sind, ja, da muss man ehrlicherweise schon deutlich über eine Korrektur hinaus. Wir haben da jetzt schon teilweise ein scheibchenweise ein Crash. Wir waren ja immerhin hoch bei 10.100 Punkte, dann waren wir im Tief heute bei 8.700. Also wir haben gut 1.400 Punkte verloren, von oben gerechnet 14%. Das ist schon deutlich mehr als eine normale Korrektur. Aber, und das sage ich heute jetzt wieder, unser großes Problem ist S&P, hier derselbe Zeitraum S&P. Wir sind im S&P noch nicht in dieser Korrekturphase. Wir sind auch mit dieser Korrektur von letzter Woche gerade einmal 6% unterm Höchststand. Das ist nichts. Wir sind jetzt vorbörslich leicht schwächer, haben sich aber auch dort von den Tiefs erholt. Wir waren ungefähr bei 18,90 im S&P. Sind jetzt 18,80, wir sind jetzt ungefähr bei 18,90. Wir sind unter der 200-Tages-Linie, das so werden wir auch, sage ich mal, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit öffnen drunter, und dann werden wir weitersehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, vernünftig wäre rein jetzt aus Sicht wahrscheinlicher Korrektur bis 18,20, vielleicht sogar 17,40, das wäre, ja, würde ich sagen, wünschenswert. Der S&P ist auch deutlich, muss man sagen, noch deutlich höher als der Dow Jones. Der Dow Jones hat letzte Woche, und das können wir jetzt da schon mal sagen, am Freitag, habe es schon wieder dieses eingeblendet, am Freitag hat er sein Jahresstartpunkt sozusagen unterschritten. Das heißt, er ist... Er hat seine ganzen Gewinne dieses Jahres verloren. Beim S&P sind wir dagegen, und jetzt haben wir noch weit entfernt, wir haben Jahresende ungefähr so, ja, 18,40, 18,50 gehabt, jetzt sind wir 19,06, das heißt, wir sind auf Jahresbasis noch immer ein paar Prozent vorne, und das sollte er eigentlich abbauen. Wir sehen auch eine Korrektur deutlich bei den Technologieunternehmen. Das ist auch verständlich. Glück haben wir gehabt mit Tesla, die wir noch mit 260 rausgeschmissen haben. Die sind letzte Woche kollabiert. Grund war, sie haben ein neues Modell angekündigt, und das Modell ist von der Fachpresse gar nicht gut angenommen worden, und die Aktie hat es dann, schauen wir mal, auf Tiefskurs, Schlusskurs 236 genommen. Wir haben sie nur mit 260 verkauft. Also ein schöner Gewinn von gut 30 oder 32%. Das kann dann sehr schnell gehen. Aber ich finde prinzipiell diese Tesla nach wie vor ein spannendes Modell, weil es halt früher oder später meines Erachtens trotzdem wahrscheinlich geschluckt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in 15 Jahren noch da sind, sondern da wird es halt irgendeinen großen Partner geben. Aber unsere Thematik ist Markt, Korrektur, S&P müsste noch fortschreiten, damit wir hier eine deutliche Besserung sehen. Nasdaq, hier haben wir noch schon mit Nasdaq reinziehen, immer kommt dieses Bild. Beim Nasdaq ist es so, dass wir auch beim Nasdaq unter dem Tageshoch schon sind. Das heißt, die Technologietitel haben stärker korrigiert. Wir sehen hier gerade beim Nasdaq
eine Unterstützung in diesem Bereich, da sind wir nicht mehr weit entfernt. Bricht die, könnten wir hier nochmal eine Welle nach unten haben. Und ja, Thema ist S&P, bricht ja, geht er nochmal weiter nach unten, werden wir leider im DAX auch korrigieren. So schlimm es ist, weil der DAX meines Erachtens von der Substanz her besser ist als der S&P. So, es ist eine ganz wichtige Frage gekommen von einem Abonnenten. Absicherung. Stop-Loss, reichen die? Wie soll man vorgehen? Was tut man vor allem bei Titeln, die im Minus sind? Es geht vor allem natürlich auch um Rohstoffe und das Thema ist extrem schwierig zu behandeln, weil es natürlich immer auf den Einzeltitel bzw. auch auf das gesamte Depot Auslegung ist. Ich meine, das, was wir beim S&P gemacht haben, ist ja keine Spekulation an sich, sondern automatisch auch eine Absicherung. Aber es ist natürlich auch so, dass man durchaus sagen muss, dass vor allem Rohstofftitel bei Korrekturen eher gegen einen Trend laufen. Ich habe hier eine Grafik übereinander gelegt, das ist der GDX, das ist dieser Gold ETF von Van Eyck, der relativ gut den Markt auch widerspiegelt und wir sehen, wie vom Dezember bis März die Aktien, sage ich mal, um gut 35% gestiegen sind, dann sind sie wieder retour gekommen, wieder 30% gestiegen und jetzt wieder retour und man sieht, die grüne Linie ist der DAX und jedes Mal, wenn es beim DAX eigentlich Korrektur gegeben hat, ist bei den Goldwerten dementsprechend nach oben gegangen und umgekehrt. Das heißt nicht, dass wir diese Parallelen ziehen können jetzt für immer, Markt steigt, Gold fällt und umgekehrt. So funktioniert das nicht. Denken Sie nur zurück von 2003 bis 2007. Da ist Gold auch permanent gestiegen und die Werte sind auch permanent gestiegen. Also die Parität funktioniert nicht, aber es ist meistens so in einer Phase, wo der Markt stark korrigiert, dann erwischt es diese Aktien nicht so stark, insbesondere deswegen, weil es auch schon davor so eine Riesenkorrektur war. Also gerade die Rohstoffwerte, glaube ich, können sich teilweise besser halten als der Markt. Natürlich ist eine generelle Stimmung, eine positive Stimmung, wäre natürlich besser. Müssen wir halt einfach einmal schauen, was rauskommt. Aber ich muss schon sagen, man muss schon jede einzelne Position einzeln berücksichtigen und sagen, okay, gebe ich sehr oder nicht. Ich habe einige Titel, muss ich schon ehrlicherweise sagen, letzte Woche noch abgestoßen, auch mit Verlust. Warum? Es waren meistens Titel, an denen ich nicht mehr hundertprozentig geglaubt habe. So Randtiteln, wo ich einmal am Private Placement teilgenommen habe. Es sind keine Titel, die ich jetzt bei mir im Musterdepot, außer Blackbird Energy. Blackbird Energy habe ich vor gut einer Woche ein paar Positionen verkauft. Das liegt aber vor allem auch daran, Blackbird ist meine größte Position auch jetzt noch immer und ich wollte ein bisschen Liquidität schaffen, um in andere Titel zu investieren. Es ist nicht gut, wenn eine Position fast ein Viertel des ganzen Depots darstellt. Da ist einmal wichtig, dass man ein bisschen korrigiert. Habe aber nicht viel hergegeben, habe nur ein bisschen was hergegeben, aber damit kriege ich ein bisschen mehr Flexibilität, um andere Titel zu kaufen. Generell muss ich dazu sagen, ich bin jetzt, für mich ist mit dem S&P, dass wir den Put machen, jetzt die Short-Spekulation abgeschlossen. Also nicht abgeschlossen, abgeschlossen ist dann, wenn ich den Put zumache. Aber gerade im DAX beginne ich eher schon wieder auf der Suche zu sein, wann kaufe ich ihn wieder? Also ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt nochmal auf die 8,9 gehen, dann werden wir nochmal eine Welle runterkriegen, vielleicht auf die 8,3. Also überhaupt mit dem, was der S&P macht. Und dann muss ich ehrlich schon wieder sagen, bin ich eher schon wieder auf der Kaufseite und überlege, einen DAX-Call zu kaufen. Und dementsprechend bin ich nicht mehr so negativ eingestellt zum Markt. Was ich Ihnen heute auch nochmal zeigen wollte, ist, es hat einen Sektor furchtbar zerrissen, der für mich einer der Lieblingssektoren ist. Und zwar sind dieses die Energy Trusts, die jetzt eigentlich keine Trusts mehr sind, sondern AGs, die ja hohe Dividende ausschütten, deren Ölportfolio, also die produzieren Öl, Gas oder haben Pipeline-Betreiber und hedgen sich in der Regel massiv ab. Aber man sieht
auf bei diesen Titeln ist ein Crash passiert. Anfang September war zum Beispiel Brightburn Energy. Brightburn Energy ist ein Musterdepotwert auch. Kür Energy funktioniert gerade mit denen. Sie sind von 22,75 auf gestern, also am Freitag 16,20 oder im Tief 15,25 abgestürzt. 7 Dollar, über 30% Korrektur. Dividendenrendite liegt momentan bei 12%. Selbst nach Steuern, je nachdem, was sie tun, kommen nur 6, 7, 8% raus. Das ist sensationell. Das ist für mich meine Pensionsvorsorge. Ich kaufe diese Aktien. Versuche ich überhaupt, wenn ich irgendwelche schöne Gewinne gemacht habe, investiere ich in diese Titel. Weil diese an der Aktien ist schon ein schönes Spiel, hin und her, macht viel Freude, aber die sichern mir meine Dividende, sichern mir über die Dividende meine Pension. Und genau das ist eigentlich der Hintergedanke dieser Titel. Und jetzt fragen Sie, wenn ich 12% Rendite kriege, muss ja die Risiko dementsprechend hoch sein. Nee, das Risiko ist gar nicht. Es sind Ölproduzenten, die produzieren Öl, sichern sich aber großes 2-3 Jahre in die Zukunft ab. Das heißt, die sind jetzt schon dabei, 2016, 2017 zu sichern. Und der kurzfristige Öleinbruch hat momentan überhaupt keine Auswirkung, erst in der Zukunft. Denn die sind zu 95 zu bis 99% der ganzen Ölproduktion ist abgesichert. Natürlich, wenn Sie heute Hedge machen für 2016, 2017, dann kriegen Sie natürlich niedrigere Preise, als wie wenn es Barrel um 10, 15 Dollar höher steht, ganz klar. Aber das sind für mich die Titel und die zerreißt momentan. Der andere ist zum Beispiel Legacy Resources, die ist von 32 jetzt auf 21 gefallen. Ja, 30% Korrektur, unglaublich. 11% Dividendenrendite, sensationell. Ja, solche Titel kaufe ich mir sukzessive rein, um meine Pension in ein paar Jahren damit zu sichern. Und diesen Sektor sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen. Der reagiert natürlich auch mit dem Aktienmarkt, ganz logisch, aber natürlich noch viel mehr mit dem Ölpreis, auch wenn es widersinnig ist, weil manche Ölwerte reagieren gar nicht so stark wie die, obwohl die eigentlich ihre Produktion hedgen. Ja, das ist eigentlich so kurz Rundumschlag, also passen Sie auf, die spannendsten Tage stehen noch bevor. Ich bin jetzt schon wieder eher auf der Suche, wann kaufen wir das, aus wie und welche Titel kaufen wir, aus wie ich spekuliere jetzt stark auf Short. Und wo wir wieder long gehen, das ist auch ganz klar, das ist natürlich beim DAX. Der ist unsere Kategorie, wo wir dann dementsprechend wieder long gehen. Ja, das war's von heute. Wir hören uns hoffentlich morgen und bis dorthin viel Erfolg, passen Sie auf die Märkte. Die nächsten Tage können Sie viel Geld verdienen, aber auch viel verlieren, und bewahren Sie ruhigen Kopf, die Korrektur ist am DAX schon großteils erledigt, wir können jetzt nochmal rein, aber schauen Sie natürlich schon mal einen Call wieder an, wer könnte spannend sein, mir schwebt irgendwo so ein 9000er Call vor, der bis ja, September, ein Jahr Laufzeit sollte er schon haben, September bis ja, im Herbst 2015 läuft, und das sind dann die Sachen, was spannend ist. Aber jetzt einfach nur kurzfristig gesagt, Korrektur rauf, wahrscheinlich bis 8, ja, vielleicht war es auch schon die Korrektur-Gegenbewegung. Wir waren ja doch knapp bei 8, 9 schon, und dann könnte noch mehr neue Welle nach unten gehen, vor allem ausgelöst von S&P, der heute zwar wahrscheinlich ein bisschen schwächer öffnet, dann Gegenbewegung macht und um 5 wird sich die nächste Trend herausbilden. Da werden wir sehen, ob neue Tiefs noch gemacht werden. So. Das war's. Viel Erfolg, viel Spaß und bis morgen. Tschüss.